So, meine Freunde, damit herzlich willkommen. Wir schauen mal wieder in den Shop rein. Es sind heute endlich mal wieder neue Spiele gekommen. Und da Ehrenbruder Kalle gerade einen Zehner gegönnt hat, weil er im Casino jede Menge gewonnen hat, schauen wir doch direkt mal, ob wir das nicht reinvestieren können für geilen Content für euch. Schauen wir mal. Spricht mich schon gar nicht an. Okay, Pac-Man habe ich eins und da gab es vor kurzem eins gratis. Life is Strange habe ich auch. Was ist das? Ne, was ist so eine Grafik? Bleed. Das ist ein geiles Spiel. Können wir direkt mal den anderen schicken? Bevor ihr jetzt Kalles Ehrenbruder Geld einfach so raushaut, das Spiel ist gerade im Angebot, kostet unter 5 € und das wäre richtig lustig und könnte man mit allen zocken. Könnt ihr euch ja überlegen, ja? Das hatte ich mir schon mal angeguckt. Das Problem ist, dass man da immer nur dieses eine Spiel spielen kann. Wenn man da andere Sachen machen könnte, wäre ich dabei, wa? Game, Alter. Junge, was gibt es für Müll? Komm, ich hab Bock auf ein geiles Spiel, nachdem das Extinction so ein Müll war, Alter. Das war halt wirklich Müll. Hey, Nils, seine Mutter. Sieht nicht aus, als du das meinst. Also, ich suche halt Royal Beef Games. Oder halt einfach so wirklich lustige Sachen, die ich auch zocke. Wenn es nur ein Abend ist. Ich finde mal für 3-4 €, wenn ein Spiel 3-4 Abend kostet. 3-4 € kostet, wenn das ein Abend spielt, Alter, dann ist das echt ein vernünftiger Preis, oder? Überleg mal, was du für eine Kinokarte du bezahlst, weißt du? Ich finde mal, wenn Leute sagen, ja, 20 € für ein Spiel, ja, das bezahle ich für eine Kinokarte, weißt du? Auch cool. Ich pack mir das mal in den Einkaufswagen, wenn die Jungs wieder sagen, dass sie sich das auch holen. Obwohl es am klügsten wäre, wenn die Marooners sich holen, weil das ist noch besser. Also da weiß ich halt, dass es gut ist. So, wir schauen mal. Action Hank ist auch lustig. Okay, ich glaube, da war jetzt aber so nichts dabei. Dann gibt es noch Geheimtipps, die habe ich aber schon gesehen. Und Bonusrunde, spare bis zu 60%. Addon, Addon. Das ist nur Addons. Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, sind das alles nur. Das ist nur Addons. Ja, sind alles nur Addons, okay. Da stand wahrscheinlich auch irgendwo. Pakete gibt es. Gut. Nö. Ich glaube, das war's, ne? Nur die Sachen. Wenn einer von der Community Bock hat, sich die Games zu holen, könnt ihr das ja auch gerne machen. Die machen echt Bock, ne? Ihr Lieben, holla raus und ciao, ciao.